Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Pecky zu einer weiteren Folge von Greed. Und wir gehen gleich weiter mit der Super Tours Heritage Gruppe A. Wir haben letztes Mal auch damit aufgehört. Da machen wir hier gleich weiter. Wir fuhren auch mit dem Nissan Skyline. Und wir haben jetzt nochmals zwei Events und jetzt würde ich nochmals auf den Ford zurückwechseln. Warten wir das Ganze. Wir haben drei Rennen vor uns. Okutama, Paris. Und das letzte kann ich nicht erkennen. Werden wir dann sehen. Aber Okutama, das kennen wir. Das ist nicht gerade eine unserer Lieblingsstrecken. Zumindest nicht eine von meinen. Ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen. Entschuldige, es ist gleich soweit. Ja, geben wir hier unser Bestes. Mal schauen. Wie jedes Mal. So, jetzt haben wir wenn schon wieder mal ein. Der Ford ist links gesteuert. Ah, ich bin immer zu spät dran beim Überholen, also beim Ansaugen und dann herausbrechen. Oh, das war nicht gerade optimal. Da habe ich jetzt mir schon mal einen Feind gemacht. Oh, 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 oh. Wir sind erst Achter. Wir haben schon ein Viertel von der Strecke. Oh, oh, oh. So, jetzt müssen wir Gas geben hier. Wir müssen mindestens jetzt auf Fünfter sein, wenn wir die Hälfte der Strecke haben. Weil schwierige Passagen kommen auch noch. Und der andere hier vorne hat die Heckklappe offen. Und hinten wird hier gemurkst und gemacht und getan. So, vielleicht kann ich jetzt angreifen. Nee, da lässt er mich nicht vorbei. Oh! Ja, es ist nicht meine Strecke. Ich sag's halt immer wieder, die Okutama-Strecke hier ist nicht meine Strecke. Sechster Platz und der schwierige Teil kommt noch jetzt. Jetzt haben wir Boden gut machen können. Schauen, ob der mich auch durchlässt. Nee, lässt er logischerweise nicht. Max Floyd. Oh. So, wir müssen mal wieder mal hartnäckig hier fahren und in den Kurven anlehnen hier. Jetzt vielleicht hier innen vorbei. Oh, oi, oi. Und da wird auch wieder gestoßen und gemacht und getan. Aber ist ja auch richtig so. Ich meine, ich hätte es ja auch nicht gerne, wenn hier von hinten jemand kommt, hier innen vorbei drischt und dann noch das Gefühl hat, er bleibt vorne. Da würde ich auch ein bisschen Schubsen machen und tun. Aha, ja, da kommt auch schon wieder der Jose. Ich muss Kampflinie erfahren. So, jetzt schauen, dass ich gut aus der Kurve rauskomme. Ich muss abdrängen hier, jawohl. Oh, wir sind gleich im Ziel. Oh, das war ja eng, du. Aber wir haben es geschafft. Uiuiuiuiui. Wir haben es geschafft. Rennen 1 von 3 ist soweit durch. So, wir kommen nach Paris. Pont de l'Alma. Wo ist unser Teamkollegenart gelandet? Nathan, oh, Fünfter, also Zehnter geworden. Uiuiuiui. Naja. Mal schauen, ob er vielleicht jetzt besser ist. Weil jetzt kann er ja vorne starten. Nun, der Start, der ist jetzt nicht gerade erfolgreich gewesen. Vielleicht in der ersten Kurve ein paar
Plätze gut machen, jawohl. Und auch in der zweiten mogeln wir uns nach vorne. Gut, also wir haben ja schon mal, wie soll ich sagen, ein paar Runden zur Verfügung, wo wir uns mit einigermaßen schön fahren. Das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht sagen sollen. Nach vorne kommen. Da haben wir schon wieder mal einen Widersacher. Das wollte ich eigentlich nicht machen, weil ich jetzt wirklich schön fahren wollte. Na eben, wollte. Außer wenn mich natürlich jemand abdrängt, da ist mir schon klar. Oh! Glück gehabt. Bisschen die Wand geküsst. Oh, oh, ich bin zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Es ist aber auch ein Krux hier. Ich fahre ja wie ein Ochse wieder. Weil wir haben ja Zeit. Wir haben ja die Zeit. Genau, zweite Runde erst und wir sind auf Platz 7. Zu spät, viel zu spät. Ja. Ja, jetzt muss ich ihm auch nichts mehr fragen wollen. Eieiei. Da fliegt wieder die Hälfte von den Fahrzeugen vorbei. Oh, gut. Gut, im Endeffekt kommt es jetzt nicht mehr darauf an, ob ich Nathan jetzt noch ein bisschen küsse hier. Spielt im Endeffekt keine Rolle. Oh. Zwei Runden haben wir noch Zeit. Kommt! Oh, du, jetzt aber! Nee, 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 nee. Ich meine, zu Recht, er ist ein Widersacher von mir. Oh, wieder viel zu schnell hier. Ich dümple hier hinten rum. Nathan an Position 5. Ich bin nicht wirklich gut mit diesem Auto. Fühlte mich schon ein bisschen wohler mit dem Nissan. Aber ich komme, wenn ich die Kurven richtig erwische, wieder relativ nahe an die Konkurrenz ran. Letzte Runde und wir sind immer noch hier, also die Zeit ist schon wieder weg. Wir müssen nicht stressen auf Platz 1, wir sind immer noch auf Platz 6. Und eben wie gesagt, jetzt kann ich hier murksen. Oh, dafür hat der Teamkollege jetzt meinen Platz geerbt. So, jetzt komm, 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 schneller beschleunigen. Wenn ich Platz 1, dann irgendwie in die Top 3. So, hier sind wir rausgekommen. Oh, da komme ich ja mit einem Tempo aus dem Zeugs hier. Wunderbar. Aber es wird nicht mehr reichen. Letzte Kurve, Platz 2 immerhin noch ergattern können. Naja, so schnell gehen eben auch die 4 Runden vorbei. Nun ja. Kein Sieg hier, trotzdem noch auf Platz 1 im Gesamtklassement. Ja. Bisschen verdödelt das Ganze. So, wir gehen zum Red Bull Racing. Das ist also dieses Zeichen. Ich konnte das nicht erkennen. Nun gut. So, wir sind hier. Wo ist denn unser Teamkollege, jetzt habe ich gerade die Nummer nicht mehr gesehen. Also beim Start ist es nicht das beste Fahrzeug, so viel ist klar. Und mit diesem Wetter wird es nicht unbedingt einfacher.
Mal schauen, dass ich einigermaßen schön fahre. Und in diesen 5 Runden mit schön fahren doch nach vorne komme. Immerhin ist es nicht dunkel, so geht's noch einigermaßen zum Fahren. Kampflinie war nicht optimal hier und jetzt gleich nochmals, nein, nicht funktioniert. Dem Teamkollege sage ich mal, er soll mal nach vorne brettern hier. Und nun ja, es ist eben eine kurze Strecke, von dem her sollten wir uns langsam Gedanken machen, nach vorne zu kommen. Das muss hier mit dieser Art wieder passieren, dass wir innen vorbeiziehen. Ich glaube, so geht es am besten und da trägt es mich wieder viel zu viel raus. Vielleicht hier die Kurve besser nehmen und dann super rausbeschleunigen, das wäre eine Option, aber oh, jetzt macht er mir zu! Ah! Hier auch wieder, er macht mir einfach zu, dass ich nicht nach vorne brechen kann. Die Isabella Hall. So, jetzt mal an der vorbei. Und gleich ein Widersacher. Das bisschen hat gereicht, um als Widersacher dazustehen. Naja, gut. So, wieder ein bisschen fies gefahren hier. Immerhin Platz 6. 2 Runden haben wir noch Zeit. Sicher Isabella, ja, ja. Die Murks dann, die machen wir wieder zu. Der Zweikampf zwischen Isabella und mir, hä? Wie lässt sich das nicht auf sich sitzen? Nathan ist Erster. Sehr gut. Letzte Runde. Immer noch Platz 4. Die zwei hier vorne wären gut für einen Doppelsieg. So, der ging auch flott vorbei. Ich fahre auch nicht gerne im Regen, ich muss ehrlich sagen. Ist nicht so mein Ding. Oh, und der macht zu hier. Habt ihr das gesehen, wie der einfach noch, was er mich wahrscheinlich dann im Spiegel gesehen hat, einfach rübergezogen hat? Frech. Also vorher ablocken, okay, aber dann mich so abknallen wollen. Nun ja. So, schön. Platz 1 und 2. Mal schauen, ob sich der Teamkollege hält. Aber ich glaube es ja. Ui, da trägt es mich raus. Super gemacht. Teamkollege gewinnt dieses Rennen. Ich an zweiter Stelle. Ich würde mal sagen, das war absolut top hier. Das seit langem wieder mal, oder das erste Mal. Weiß gar nicht, dass wir 2 Rennen hintereinander nicht gewonnen haben. Das gab es auch schon lange nicht mehr. Aber im Endeffekt sind wir überall auf Platz 1 und das ist das, was zählt. Jo, dann kommen wir zum nächsten Rennen. Da haben wir nur eines. Nur eines.
Ich wechsle wieder auf den Nissan. Hat mir irgendwie besser gefallen zum Fahren. Wir fahren hier. Wow, 10 Runden. 4,5 Kilometer pro Runde. Ja, nun gut. Bin ich froh, habe ich den Nissan jetzt ausgesucht. Eigentlich wäre schon das Ziel der Ford gewesen, aber irgendwie... Ja, ist es besser hier. Mit dem Nissan zu fahren, fühle ich mich wohl. Fühle ich mich ein bisschen wohler. Schauen, dass ich den Nathan nicht wütend mache. Auch schön, wie der Ton auch gewechselt hat. Wieder ein neues Fahrzeug. Anderer Motorensound. Wir haben 10 Runden Zeit. Wir müssen nicht von Anfang an auf Platz 1 sein. Sonst wird es eine langweilige Fahrt. Oh. Weil hier geht es ja nicht darum, also wir müssen gewinnen, das ist eben das Ziel. Ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo man eine Meisterschaft fährt, wo man die KI hochschrauben kann, dass man eben nur mit der Ach und Krach dann gewinnt, sondern hier müssen wir die Rennen gewinnen. Wenn wir nicht gewinnen, müssen wir das Ganze wiederholen und dann finde ich es für ein Let's Play ist es nicht gerade geeignet dann. So. Und so wollen wir natürlich nicht fahren, dass wir abkürzen. Darum spule ich da lieber zurück. Könnte wahrscheinlich auch eine längere Folge geben hier. Und wir sind aber auch schon auf Platz 1 jetzt dann. Und das ohne groß zu murksen. Hoppala. Außer der, warum dass der so enorm abbremst, hier verstehe ich nicht ganz. Und hier bremst er relativ spät. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Bremsen bei der KI ganz anders eingestellt ist. Also wenn die auf die Bremse drücken, dann steht ja das Fahrzeug fast. Gegenüber bei mir. Wüsste ich jetzt nicht mal, ob man das überhaupt aktualisieren kann. So, wir haben 2 Minuten für eine Runde. Das heißt, 20 Minuten wären wir unterwegs. Also besprich jetzt noch 18 Minuten. Das bedeutet, wir werden die Folge wirklich massiv überziehen. Also... Wir könnten einen Cut machen, das wäre natürlich auch eine Option, dass wir kurz einen Cut hier machen. Das könnten wir eigentlich. Komm, wir machen irgendwo in einer günstigen Phase dann einen Cut hier, machen dann in der nächsten Folge da weiter. Die Folge nicht unnötig wieder in die Länge ziehe, weil das glaube ich am einfachsten. Teamkollege, wo ist der? 10. Gehen wir mal. Genau. So, wir fahren das einsame Rennen. Also wenn ich jetzt einen Crash irgendwo mache oder dass mich irgendwo dreht oder so, dann dreht es mich, dann werden wir nichts zurückspulen. Aus dem Grunde, wir haben genügend Zeit hier in diesem Rennen, dass wir das hoffentlich durchbringen. Und unser Teamkollege, dass der auch schön Zeit hat, um nach vorne zu brettern. Und vielleicht könnten wir ein bisschen ein Zeitduell hier aufstellen, dass wir die Runden verbessern. 1,50 haben wir erreicht. Ich könnte hier früher einlenken, aber die Kurve ist cool. Ich kann mich so gleich durchziehen. Sehr schön.
Ja. Ich meine, du bist immer noch Zehnter. Nicht wirklich weitergekommen. So das Gefühl. Oh, so viel Bremsen hätte ich jetzt auch wieder nicht müssen. Genau, hier kann ich mir ziehen. Aber immer noch viel zu schnell, wenn die Reifen hier quietschen und dröhnen und machen und tun. 9. Platz der Nathan. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir sind ja schon eben in Runde 4 und haben eine bessere Zeit gefahren. 1,49,8. Vorhin war, glaube ich, 1,50. Jetzt habe ich die Runde wahrscheinlich versaut. Ja, manchmal müsste ich einfach nicht direkt wieder Vollgas geben. Aber einfacher gesagt als getan, oder? Das ist eine Gewöhnungssache, auch zusammen mit dem Finger hier. Hoppala, jetzt hatte ich da einen massiven Einbruch hier. Gerade. So, wir kommen in die 5. Runde. Du bist auf dem 1. Platz. Verteidige ihn. Oh ja, das. Und habt ihr die Zeit gesehen? Nochmals, einige schneller. Aus welchem Grund auch immer. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt besser gefahren bin, aber 1,47. Nathan ist auf Platz 8. Immer noch nicht das, was ich so von mir oder von ihm erwarte. Was ich mir vorstelle, wollte ich eigentlich sagen. So, das hat eigentlich auch wieder gut funktioniert hier. Diese Passage. Den hier habe ich jetzt nicht so schön erwischt. So wie auch den hier nicht. Dafür die einiges besser. Dafür die wieder nicht. Ja, ich bin eben wieder auf Vollgas gefahren. Das ist ja schon. Und der Nathan, er kämpft. Er kämpft, um nach vorne zu kommen. Und scheint das irgendwie nicht ganz hinzukriegen. 1,48,9, also waren es 1,49. Also vorhin müssen wir schon sehr, sehr stark gefahren sein.
Wieder in dieser Passage bricht mir das Spiel ein. Ja, sehr lustig. Sind schon lange Strecken dann so. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich fahre gar nicht, entweder nicht wirklich schneller, obwohl ich das schon das Gefühl habe, mit dieser Zeit bin ich sehr schnell unterwegs. Oh, wieder viel zu schnell gekommen. Auf der anderen Seite ist die KI immer gleich im Abstand unterwegs. Also ich kann nicht weiter davon fahren, die passen sich dann wie irgendwie an. Bei Grid Autosport ist das dasselbe. Du kannst eigentlich gar nicht davon fahren. Wenn du Erster bist, dann nehmen sie dein Tempo an. Was auch die Schwierigkeit dann ist, dass du jeweils die schnellste Runde des Rennens ergattern kannst. Das heißt, du müsstest eigentlich lange Zeit im Mittelfeld fahren oder mindestens nicht Erster werden. Und erst in der letzten Runde ziehst du an und machst eine schnelle Runde und gehst auf Platz 1. Das ist die einzige Möglichkeit, die man hat. Noch 4 Runden zu fahren. Die habe ich jetzt nicht schlecht erwischt. Jetzt war's gut. Auch die hier habe ich nicht allzu schlecht jetzt gefahren. Hier reinziehen und jetzt in die gezogene. Das ist hier immer meine schlechte Passage hier. Die fahre ich einfach nicht optimal. Und man kann eigentlich schön beobachten, wie die KI eigentlich auch jedes Mal an derselben Position ist. Auch diese Passage ist schwierig zu fahren. Ja, nicht allzu schlecht gewesen. Aber für eine Bestzeit wird es nicht reichen. Ein 1,47 war schon stark gefahren. Ja, nein, keine Chance. Aber ich würde sagen, hier machen wir kurz einen Break, weil wir sind auch schon eben in der Zeit drin und dann fahren wir in der nächsten Folge zuerst dieses Rennen fertig. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir auch dieses Rennen abschließen. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Pecky. Bye, bye.